Die Forschungsuniform scheint dir ja perfekt zu passen. Sie steht dir. Es scheint fast so, als habe die Kommandantin sie für dich Maß anfertigen lassen. Digga, die will mir ja Zucker in den Arsch blasen. Die übertreibt ein bisschen, ne? Ich bin umgezogen. Ich bin ready. Das hier sollst du eben. Ja, aber ohne Spaß. Ich muss doch sagen, das ist wirklich sehr, sehr viel Gelaber hier, ne? Oder? Das ist ein bisschen zu viel, ne? Manchmal ist weniger mehr, finde ich. Die labern und labern. Oh, nun geh und stell dich dem Expeditionsleiter vor. Ich küsse doch dein Herz. Mache Expeditionsleiter die Aufnahmeprüfung. Ja, ich habe doch gerade diese Prüfung absolviert. Okay, let's go. Let's fucking go. Let's go. Bouts come back, bro. Bouts. Wenn man am Bett liegen kann. Welche Pokémon kann man denn carryen? Ich hab 7. Hier. Oh, hier sind neue Pokémon. Nein. Muss eine Etage noch höher. Ja, das muss eine höher. Expeditionsleiter sieht krass aus. Mit seinen dicken Schnorris. Könnte Chocobart sein. Loris ist da. Ich hab so Furcht, Digga. Ich hab mich beinahe eingekackt. Du hast mich ja ganz schön warten lassen. Hat er auch noch Ansprüche, ne? Ja, einfach Hulk Hogan, Digga. Da ja, Mann. Hulk Hogan. Einfach Hulk Hogan als Samurai bisschen. Ich bin Denboku, der Leiter der Galaktik-Expedition. Moin, Denboku. Du bist Long Dong, richtig? Richtig. Jawohl. Ich bin Long Dong. Immer so. Ich weiß im Großen und Ganzen Bescheid, auch darüber, dass du aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen kannst. Gefallen kannst? Kamst. Angreifen. Hiya! Du hast Feuer in dir. In deiner Sumo-Technik musst du zwar noch peilen, aber ich erkenne da Potenzial. Stell dich in den Dienst der Galaktik-Expedition und hilf dabei, den Pokédex zu vervollständigen. Aber vergiss eins nicht, Long Dong. Pokémon sind furchteinflößende Wesen. Sei bei der Arbeit auf alles gefasst. Jawohl, Aufnahmeprüfung geschafft. Let's go! Let's go! Man muss ja alles craften, so auch so Tränke und sowas. Was muss rauchen? Null Sterne, Mitglied. Wenn du deine Arbeit im Forschungstrupp erledigst, kannst du morgen aufsteigen. Mhm. Das heißt, die Vervollständigung des Pokédex geht Hand in Hand mit der Erhöhung deines Mitgliedsrangs. Okay, okay. Okay, okay. Die Anleitung zur Herstellung eines Pokéballs benötigt die Materialien eine Aprikoko und einen Glanzstein. Krass, man muss ja dann echt craften. Ja, Mann. Das ist heftig. Aber könnte auch cool sein. Für weiteren Verlauf irgendwann, wenn man online zockt oder so. Jetzt mal was Neues. Also feier, bis jetzt feiere ich das. Aber könnte auch ekelhaft werden. Weil es zu viel wird irgendwann, weißt du? Item Herstellung leicht gemacht. Okay. Wie komme ich denn in meine Tasche? Din. Wie kann ich die noch herstellen? Du hältst ein Alltagsoberteil in einer Alltagshose. Wo könnte ich denn das ganze Zeug zum Herstellen? Kannst du den Baum schütteln?
Haut mir ein bisschen alles zu lang, ey. Guck mal. Was ist Shinnok für ein Pokémon? Shinnok? Ja, safe, das behalten wir sowas von. Ja, Shinnok ist decent. Oh, hier kann man craften, also. Diesmal bekommst du die Materialien von mir als Geschenk für die bestandene Prüfung. Gib her. Hier, erstmal Pokebälle herstellen. 20 Stück oder was? Ja, ne? Ja, auch gemacht, ja. Safe. Zack. Oh, ich habe schon so viele verworfen, dass ich nur noch 3 habe, weil ich mal daneben geworfen habe. Digga, danke. Aim ist stabil, sagst du? Geht, Digga. Das ist gar nicht so einfach, Alter. Apropos Pokédex, hier ist deiner. Let's go, ich habe meinen ersten Pokédex. Woo! Nice. In diesem Buch werden, ja, was soll ich jetzt vorlesen? Wer kein Pokédex kennt, ist hier falsch. Ne? Was sind denn die Aufgaben? Wie kann ich die denn anfangen? Durchstarten mit Pokédex-Aufgaben. Da bist du auch gerade, ne? Oh, aber ich weiß gerade nicht, wie ich darauf mich angucken kann. Wenn ich jemand mit einer Nebenmission beauftragen möchte, wird ein entsprechendes Symbol über den Person angezeigt. Schießt du solch eine Mission ab, winken dir Belohnung. Machst du Nebenmission erstmal? Nee, ne? Ja, doch, die habe ich alle irgendwie angenommen. Aber die machst du automatisch quasi dann, wenn du mit dem Sprich in schwere Form 1 bis 2 schwere. Was soll ich? Ich weiß nicht, ob ich eine Mission machen soll. Ja, sind voll viele Aufgaben irgendwie. Scheiße, auf Nebenmission habe ich keinen Bock drauf, sag ich so wie das. Direkt die Hauptquest. 7 Pokémon im Pokédex, 4 gefangen davon. Let's go. Voll was anderes so als die anderen Pokémon-Spiele. Ja, ne? Diese ganzen Aufgaben und so. Guck mal, ich muss hier hin. Ich muss in eine neue Stadt. Ey, du gehst wieder in dieses Grasding da, wo du eben warst. Ach so, ja moin. So, jetzt habe ich doch wieder irgendwas geschafft, oder nicht? Wie der Name vermuten lässt, findest du diese Aufgaben in deinem Pokédex. Muss ich diese Aufgaben jetzt machen, Alter? Weil das ist echt viel. Nebenmission? Ne, diese, die ich jetzt hier gerade mache, weil der will, dass ich 25 Bidizas fange. Will der mich verarschen? Tschüss! Und hopp! Oh, Digga, sie macht so eine Rolle! Mach's jetzt einfach, Digga. Elegant, ich habe mit dieser akrobatischen Darbietung weicht man Angriffen aus. Wenn du dich flink genug bewegst, kannst du den Attacken von Pokémon entgehen. Und glaub mir, das willst du auch. Wenn du zu viel einsteckst, verlierst du das Bewusstsein. Ich habe neulich die Attacke Donnerstag eines Shinnoks. Cool, Digga. Ja, ich verzweifle, cool. Damit ich wieder neue Pokébälle machen kann. Kannst du einen Baum pflücken, Digga? Ich hätte schon gerne die Fruits. Junge, er springt sogar und sowas. Das ist ja crazy. Denk mal an Kämpfen mit Pokémon, außerdem an Kommandant des Celestis X-Wechsel. Wenn du etwas werfen möchtest, kannst du zwischen deinen Items... Okay, ja, normal, zwischen X wechseln, alles klar. Am besten probierst du es gleich aus. Ich gieße es schon mal so lange bis später. Ja, wird gemacht, Chef, wird gemacht.
Wir knallen die mal hier alle weg. Bisschen Pokémon-Level, ne? Mann, geh weg. Jawohl, Bidiza, weg. Ah, man levelt alle. Man levelt sogar alle stabil, Alter. Ich glaube, die neuen Pokémon immer so, das ist auch ganz spannend, weil du dann nicht immer... Ja, da ist er noch. Den, 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 den. Ja, dieses Overlay rechts in der Ecke erinnert mich ein bisschen mehr an Naruto als Pokémon, muss ich sagen. Ein Kampf und so. Ganz der Gameplay und so, komplett was anderes. Ja, irgendwie muss doch hier Gameplay. Achso, ne, das wollte ich nicht. Nee, Aufnahme will ich auch nicht spielen. Irgendwo lauter und leiser machen. Wo kann man das? Die Musik ist mir ein bisschen zu laut. Irgendwo muss das doch gehen, Mensch. Nein! Ich muss doch irgendwo lauter und leiser machen können in dem Game. Geht einfach gerade nicht, ey, heftig. Fettlauch einfach gefunden, natürlich. Hey, ich check nicht, was ich jetzt machen muss gerade. Du machst wahrscheinlich gerade Nebenmissionen. Wer weiß denn, wer ist schon von diesem Professor? Zur Erinnerung, hier ist noch einmal der Tipp, den als kennen sollten, okay? Visiere ein Pokémon an, dem du dies. Ja, ja, das weiß ich doch, Mann. Pokédex-Aufgaben. Ich bin am Stissel, Leute. Nee, ich möchte das zurück, Digga, ich hab keinen Bock mehr auf die Kacke. Ich glaube, ich hätte das gar nicht machen müssen, Alter. Doch nicht, safe nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich habe jetzt schon 38 Bidizer gefangen. Ja, das gibt's ein Pokémon, was es gibt, Alter. Ich bin jetzt hin. Ach, Digga. Wie machen wir, wie habe ich diese Rolle gemacht? Ah, nice, Alter. Digga, man kann einfach so Rollen machen, das ist unglaublich. Hier, Pokédex-Aufgaben muss ich machen. Ja, Digga, was sind echt viele, zieh das mal rein. Scheiße, ich glaube, ich level erstmal mein Pokémon, Digga. Oder nicht? Den haben wir erstmal so einen Schaum hier. Mal wieder wegkriegen. Nein, ich will nicht. Starilili gegen Starilili. Gewonnen! Digga, ich muss irgendwo lauter und leise machen. Das ist zu laut alles hier. Digga, doch, ich muss echt diese Forschung jetzt zu Ende machen. Weißt du, wo ich lauter und leiser machen kann? Überhaupt das Game an sich? Was? Das Game an sich lauter und leiser machen. Einstellung oder so. Ich guck grad mal. Ja, ich glaub schon. Wo? Ne, du gehst auf Einstellung. Ja, wo? Du drückst Pfeiltaste nach oben, also auf dem linken Ding. Ja. Dann hast du oben rechts das Zahnrad. Ah, da, okay. Die Steuerung, Einstellung. Sieg erstmal auf 4. Ne, auf 3.
Dann Soundeffekte auf 5 und Pokémon-Rufe, da braucht man sowieso nicht. Boah, das ist alles hier zu laut. So. Texttempo hätten die auch gerne mal auf 5 machen können oder so, ne? Ha? Ich dachte, Texttempo hätten die auch gerne mal auf 5 oder so machen können. Ne? Greif mich einfach an, Digga, wie mach ich das? Stopp, wie wechsle ich nochmal? X, ne? X. Helf mir, Bro. Wie heißt der? Bautz. Scheinungs greif mich einfach an, mach ihn weg. Digga, du kriegst gar keinen Damage, was ist hier los? Der Scheinux einfach Level 2 und schon aggressiv, Alter. Heftig. Heftig. Richtig. Der hier, ich glaube, ich spinne. Boah, guck mal, da ist ein neues Pokémon. Ja, ein Wumpel habe ich gefallen. Cool. Oh, stopp! Nein, da war... Oh mein Gott, da war so ein cooles Pokémon. Ja, das will ich haben. Ich will das unbedingt haben. Ich liebe dieses Pokémon. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Hydropi oder so. Schaden erleiden und Notlang. Wenn du zu viel Schaden leidest, färbt sich der Rand des Bildschirms rot, um dir mitzuhalten, dass du dich in einer Notlage befindest. Mit der Zeit erholst du dich automatisch, aber nur, wenn es kein wildes Pokémon mehr auf dich abgesehen hat. Wenn du in der Notlage bei rotem Bildschirmrand noch mehr Schaden leidest, wird dir schwarz vor Augen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Es gibt auch keinen einen Punkt. Bammelin! Bammelin, nicht Hydropi, Digga. Bammelin! Lass Bammelin fetzen, ne? Bammelin! Bammelin! Hält sie weg! Bammelin! Warte mal! Dadilili! Ich will gucken, was für eine Attacken er macht. Ah, scheiße, ich hab verkackt. Hehehe! Ich hätte das Bammeling fahren müssen! Oh mein
Gott, bin ich dumm. Ich hab's einfach kaputt gemacht. Ich bin so dumm, wartet mal, ich muss neu starten. Ich hab das Pamelin einfach getötet, Digga. Ich hoffe, es hat nicht gespeichert. Ich hab das Bam, ich will das Pamelin haben, ich töte es einfach, weil ich dumm bin. Nochmal von vorne. Ich hoffe, es wurde nichts gespeichert. Sag ich so, wie es ist. Einfach Pamelin geballert, Digga, heftig. So, wie dumm kann man eigentlich nur sein? Erstmal gucken, ob Speicherfunktion überhaupt funktioniert, ne? Auch wichtig. Rolli. Hast gesehen, wie dumm ich war? Du bist stumm, glaube ich. Falls du redest, bist du stumm. War ich stumm? Nee. Ja, warte, ich bin kurz weg. Okay. Das ist doch Pamelin-Hype. Hype! Ich habe einmal Pamelin getötet, so ein schönes Pokémon, unfassbar, ey. Als würde ich gerade irgendwie eine Legende. Hype ist es. Ich muss echt Ausrufezeichen Hype entstehen. Du bist, glaube ich, die vierte oder fünfte, Sophia, die sagt. Dings. Oder Sophia oder Sophie? Die sagt, Dings. Die Ausrufezeichen Hype gemacht hat. Bitte Twitch wie Fragezeichen? Sophie, okay. Ja, better Twitch wie auch. Beides. Ah, ich bin halt so ein Lost Streamer, weißt du? Merkt man wahrscheinlich. So, hier, zack. Na, Nightbot habe ich sogar tatsächlich. Ich habe einfach den Chromat nicht. Items. Ja, ah, warte mal, ich müsste X. Ah, ja, genau. Jetzt hier. Nein, hier so, zack. Ja, ich möchte den Pokéball essen. Wine time. Ja, Mann, Bamelin wurde gefahren, let's go. Muss ich echt mal einrichten hier, allerdings bei der Twitch. Ah, zurück. Das ist so ein neues Spiel, oder? Das, was ich gerade spiele, ist ein neues Spiel auf jeden, ja. Da hinten ist auch ein neues Pokémon, ne? Oder was ist das? Oder ist das eine Pflanze? Boah, was ist das? Was ist das? Wieso kann ich das nicht abhaken oder so? Kann man irgendwie springen oder die Dinge springen? Guck mal, es sind Früchte in der Luft und ich weiß nicht, wie ich die da wegkriege. Überfordert noch. Man merkt es auf jeden Fall. Du bist wirklich immer alles, was? Ja, safe. Deswegen möchte ich diese Handwerkskiste schenken. Oh, wie lieb von ihr. Einfach die Süße. Mit diesem Werkzeugsatz kannst du Items auch an Orten herstellen, an denen es keine Werkbank gibt. Boah, das ist nice. Dies geht aber nur mit Materialien aus deiner Tasche. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Das ist wirklich mitgedacht schon vom Pokémon selbst. Das ist Werkbank. Du hältst die Anleitung für Tränke. Groß. Wenn ich sie nicht hätte, ne, ey, was würde ich dann tun? Wie läuft es mit deinen Pokédex-Aufgaben? In der Übersicht deines Pokédex kannst du sehen, ob es erledigte Aufgaben gibt, über die du noch nicht Bericht erstattet hast. Vergiss übrigens nicht, Professor Lavin alles zu berichten, wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllt hast. Okay. Erstatte über den Pokédex.
An Forschungspunkten, ja, gute Frage. Wo sehe ich denn, wie viele Forschungspunkte ich haben muss? Nicht berichtete Aufgaben 18, okay. Okay. Ja, laufen wir mal zurück. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch das ein oder andere Pokémon, was wir noch nicht haben. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Aber ich glaube, das wird nichts. Warte, erstmal die Karte, die Karte. Die Karte hier, zeig mal her. Oh, guck mal. Hier sind auch so Blümchen. Schöne Blümchen. Der. Ich wollte was sagen, aber ich lasse es. Oder ist doch eine Handwerkskiste. Hat dir Lumia alles darüber erzählt? Gute Arbeit. Wenn du mir Bericht erstattest, kannst du Belohnung erhalten. Alles klar. Geld. Geld für Forschungsberichte. Also du bist der Mann für Geld. Reiche Mann, hä? Lass mich mal sehen, welche Pokédex-Aufgaben du erledigt hast. Pause 298. Money, money, money. Danke, ich küsse doch dein Herz. Das Pokémon gefällt mir, muss ich sagen, bis jetzt. Ist mal was anderes. Also bis jetzt gefällt mir, aber sehr, sehr, sehr viel Gelaber, ne? Also wirklich... sehr, sehr viel Gelaber. Sehr, sehr viel Gelaber, ne? Ja, Kuss. Kuss. Hm, das reicht wohl noch nicht. Um deinen Mitgliedsrang zu erhöhen, musst du noch ein paar Pokédex-Aufgaben erfüllen. Ja, ich gehe kurz auf Toilette und eine schmücken, Leute. Erstmal müssen wir jetzt weiterhin Forschungspunkte sammeln, alles klar. Wie mache ich diesen, mein... Digga, ich muss echt auf den Controller gucken, Junge, wie lost. Mache ich meinen Punkt weg, ich will den nicht mehr. Okay, ist weg, gut. Muss ein bisschen mein Bounce, ja moin, Digga, Bounce. Bounce leveln. Nee, was, ich hab schon gut einsitzen, ja? Normal, aber ist doch nicht schlimm. Mein Problem ist, ich bin halt wirklich lost, was Pokémon angeht. So lange nicht mehr gespielt, die Tasten funktionieren und so, ey. Tschüss, tschüss. Hype. Ich bin echt lost. Ist einfach so. Aber gegen zwei Pokémon gleichzeitig kämpfen, das wäre so cool. Ne, schade. Hätte ja sein können, das wäre echt nice. Mach keinen Walzer, sonst werde ich sauer. Hey! Du kannst meinen Walz. Mein kaputt. Lili. Wie geflohen? Willst du mich verarschen oder was? Einfach geflohen. Was ist, ich muss doch irgendwo die Map mal hier. Ambitionsflügel, okay. Da komme ich wahrscheinlich nicht weiter, weil der Typ das steht, richtig? Höchstwahrscheinlich.
Ein Sternemitglied mindestens sein. Ach komm, leck mich da am Zügerli. Hallo, hi, das geht ab, Alter. Ich hab's doch getroffen, Mensch. Achso, ja, hier, komm her. Ich trinke mir heute richtig einen rein. Digga, gib mir zweimal. Mein Bauch ist. Digga. Das Glück, dass ich ins Spiel rein kann. Wichser. Dann machen wir Starilili. Ja, mach da einfach mein süßes Pokémon kaputt. Mein Gymnastikball macht einfach kaputt. Mein süßen Bautz. Was, warte mal. Ich muss hier in diesen Pokédex. Warte mal, wie mache ich nochmal Pokédex? Digga, wie mache ich nochmal Pokédex auf? Ey, das ist alles neu hier für mich. Hier. Zack. Bautz. Einsatz vom Blattwerk. Okay. Exemplare gefangen. Ja, weiß ich nicht. Bidiza, Exemplare besiegt. Okay, dann muss ich ein paar Bidizas noch wegklatschen. Bidiza machen wir mit Starilili weg. Mit dem hier. Guck, wie alle mich angucken. Witz dich. Was hat der? Walzer. Walzer ist wild. Oh, wie geil ist das? Bumm. Tschüss. Ja, okay. Wir können jetzt ein paar Starilis weg mit Bidiza. Das machen wir jetzt auf entspannt. Komm mal her, du bist der Nächste. Ja, oder du da hinten. Jalla. Ja, geflohen. Okay, dann nehmen wir halt deinen Bruder hier. Wo ist er hin? Er ist auch weg. Wie zieht kein Damage? Ja, jetzt wird gut Damage. Arsch, Alter. Ah, weg mit dir. Piss dich. Guck mal, da ist ein Pokémon, das ich nicht kenne. Wechseln. Das hat mich gesehen, ey. Was das? Driftlon. Driftlon, ne? Driftlon, hier, Windstoß. Digga, wie stark ist Driftlon? Konfusion, tschüss, kannst du Konfusion? Erstmal ruckzucki. Es hat keine Wirkung auf Driftlon. Driftlon ist der Beste, Digga. Scheiße, Digga. Ich glaube, mein Starilili ist am Arsch. Driftlon macht mich kaputt. Ich bin am Arsch. Bidiza, komm. Ich küsse doch dein Herz. Mach was Gutes.
Oh, direkt Konfusion. Er ist der Beste, Digga. Digga, Junge, ich bin so lost in Pokémon, das ist heftig. Aber wenn ich weiß, mach's bestimmt tot, ja. Ja, er lebt noch. Driftlon. Jetzt Ruhe, Ruhe. Ja, ist aufmerksam hier. Was machen wir hier? Zack. Driftlon, komm in mein Team. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Let's go, Driftlon in mein Team. Let's go, Mann. Geht nicht, gibt's nicht. Genau, geht nicht, gibt's nicht, Digga. Geht nicht, gibt's nicht. Champagne. Ich bin hier, hab mich hier ein bisschen verlaufen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin schon ein bisschen nicht weit raus. Ich glaube, die kann ich hier hoch, weil das sieht so komisch aus hier. Wahrscheinlich kann ich hier gar nicht hoch, ne? Oder? Wir schauen mal. Ja, komm, du schaffst das. Ehre. Der hechtende Wizzywizz. Wie ich sehe, hast du ein Pokémon gefangen? Bitte erstatte mir Bericht darüber. Ja. Money, 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 money. Bin jetzt eigentlich Shannon, du hast fleißig Pokédex-Aufgaben erfüllt. Mit Sicherheit kannst du nun im Mitgliedsrang aufsteigen. Wonderful. Wonderful. Lass uns nach Jubeldorf zurückkehren und Kommandantin Celestes Bericht erstatten. Du hast dir deinen ersten Stern redlich verdient. Ich küsse doch dein Herz. Endlich haben wir es geschafft. Darauf haben wir hingearbeitet. So, wie es sein soll im Chat. Oh, guck mal, wenn man in die Stadt kommt, ist auch alles links. Die Pokémon haben sich links regeneriert. Nice. Was trinkst du? Wodka und Bier, aua. Ja, also ich habe jetzt hier eine Hugo habe ich drin, eine ganze Flasche. Da habe ich Gorbatschow ein Viertel drin, also wenn ich das noch weg habe, ist ein Viertel weg. Boah. Ordentlich dabei, würde ich sagen. Hier, lass mich dein Pokédex sehen. Guck mal, 10 Pokémon registriert, davon 7 gefangen. UMW Beste. Ah, schwierige, schwierig. Was Warzone angeht, wegen MW, super. Aber halt, wenn man sniped oder so, dann, Aber dadurch, dass ich halt nicht mehr snipe und eigentlich only Warzone spiele, außer wenn eine Neuerscheinung kommt, so wie Pokémon, 10 von 10. Hier, schau mal. Ich erkenne deinen Fortschritt an. Damit hast du dir einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Du bist nun offiziell ein Ein-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Let's go, guys. Let's go. Neuer Mitgliedsrang. Ein Stern. Von 10, richtig? Zwei, ich habe nicht geschenkt. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Ich glaube aber 10. 10 ist Max. Du kannst nun Schwerbälle einsetzen. Ab sofort werden die Pokémon bis Level 20 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsberichte nun größer aus. Let's go, ich küsse doch dein Herz. Das hier sollst du auch noch bekommen. Alter, was kriege ich denn alles gerade? Diese Anleitungen werden dir sicher von Nutzen sein. Du hältst die Anleitung für Schwerbälle. Ich küsse doch dein Herz. Die sieht so grimmig aus, die Frau hier, ne? Guckt sie euch mal an. Würde man dir so in die Wange kneifen oder so, die wäre aggressiv. So eine ist das, so eine ist das. Die wird direkt durch. Guck mal, wie steif sie da steht, Alter. Guckt mal, wie steif sie da steht. Von hier bis, von unten hier, unten bis oben. Guckt euch sie an, wie steif sie ist. Ja, Sir. Ah, ist ja gut. Komm runter, Sophie. Der guckt doch mal an, wie steif diese Frau ist. Dass du als völlig Fremder in dieser Region überleben kannst, ist wohl deiner Begabung. Um deinen Fleiß zuzuschreiben. Kuss. Das Sophie muss, Sophie wichtig, Sophie. Sophie. Momentan bist du jemand Verdächtiges, der vom Himmel gefallen ist. Na? Doch ein höherer Mitgliedsrang könnte dir mehr Akzeptanz verschaffen. Ich küsse doch dein Herz. Grimmige Dame hier rechts. Ist es eigentlich Mann oder Frau, Leute? Diese Celestis. Celestis ist eigentlich weiblich, ne?
Wenn du länger bei uns bleiben willst, sollst du also deinen Mitgliedsrang weiter erhöhen. Mach ich, Chef. Kriegen wir hin. Es ist doch so. Durchstarten mit Pokédex-Aufgaben. Hauptmission abgeschlossen. Digga, ich muss echt Twitter, Twitter, ja moin, Digga. Ich schwöre, also würden wir jetzt COD spielen, wäre ich gerade so. Für Fortnite, jawohl, F. Jellybean. Auch noch Jellybean, Digga. Long Dong. Feiern wir deinen Rangaufstieg. Mein Glückwunsch. Ein geiles bitte. Ja, warte, ich drehe mal eine Runde. Aber das Ding ist, apropos, ich muss mir echt Jellybean wieder bestellen, weil die leer sind. Ich habe halt wirklich nur die ekligsten hier, ne? Ich habe hier Barf, also Hundefutter. Barf ist sowas anderes als Hundefutter, wie Orange, ja, Orange, okay. Digga, aber da muss ich mir erstmal eine Mische machen, weil bei Orange ist immer Kotzreiz auf jeden Fall am Start. Die Kartoffelmochi. Moschi. Die Kartoffelmochi, Moschi. Schmecken gleich, noch besser, wenn es etwas zum Feiern gibt. Also wir haben gerade zum Feiern eine Jellybean. Allerdings haben wir ab jetzt alle Hände voll zu tun. Oha, Lumia, das Dings. Die Chefin. Mein Mentor, wie sie meinte. Sie ist mein Mentor. Wir müssen uns neben der Mission des Forschungstrupps auch noch um die Aufträge verschiedener Leute kümmern. Also ist echt ein anderes Pokémon, muss ich sagen. Ist irgendwie geil. Apropos, hast du Goros Auftrag schon angenommen? Nein, habe ich nicht. Scheiße, ich habe einfach, ja, habe ich. Die Bewohner vom Jubeldorf kennen sich nicht besonders gut mit Pokémon aus. Wenn es Probleme gibt, bitten sie deshalb den Forschungstrupp um Hilfe. Du kannst diese kleinere Mission annehmen, indem du direkt mit den Leuten sprichst oder indem du einen Blick auf die Tafel in ein Büro wirfst. Oha, plus halb gleich. Oh, halb. Okay, let's go. So, ich hau mir jetzt erstmal die Jellybean rein. So, hier. Erstmal kotzen, Digga. Gar keinen Bock. Holla, tschüss. Ist gut. Digga, zum Glück, Digga, ja. Das war schöner Strawberry Banana Smoothie. Mua. Noch eins auf Ehre. Nee. Das Ding ist, dass ein Timer kommt. Was? Bruder, ich wende die bei Pokémon Spiel in die Controller umgedreht. Weil ich dadurch daraus YouTube-Uploads mache. Smoothie. Ja, war Smoothie. Es handelt sich um einen Auftrag von Jona vom Diamant-Clan, nicht wahr? Noch eins auf ihre. Sophie, Dings, jemand von den Jungs muss dann Jellybean einlösen. Ich esse sie nicht freiwillig, glaub mir, das ist schon echt hart, Kotzreiz manchmal. Ist, ach ne. Nicht im Befehl vorm Ziel, ist, hab 20. Achso, handelst du hier gerade mit mir oder was? Für 20 und weil ich nett bin oder was auch immer, ist immer ein Jellybean, komm. Vielen Dank, könntest du dann zum Übungsplatz? Komm, ich warte dort auf dich. Gib jetzt. Los. Digga, als wäre ich käuflich. Hype. Oh, du bist... Doch. Ja, komm, ich esse gleich nur eine. Aber einfach nur... Nicht, weil ich käuflich bin, das vorab, ne, beschreiben wir hier. Weil du das erste Mal hier im Chat bist. Und weil Effe macht dir das zweite Mal Hype im Chat. Ich muss diese Command machen. Guck mal. Ich oldschool und so. Nehme jetzt einen College-Block und schreibe auf. Ausrufezeichen Hype im Command. Hype, dann niemals esse ich alle gleichzeitig. Niemals. Ich habe das einmal gemacht und habe direkt gekotzt. Ich habe einen Hut. Das ist kein Hut, das ist ein Buckethead. Das ist so. Das ist nicht irgendein Hut. Es ist der Hut. Verstehst du? Es ist der Hut. Hier merkst du selber, ne? Weißt du? Zack. So. Ich hab den Hut, in echt. Der Hut ist geil, Mann. Bucketheads sind, die haben einfach Drip. So, warte mal. Mit dem Gifted Zap am Maestus Kolid. Ach, Bro, Schwachsinn. Schwachsinn. Das ist Schwachsinn, Effe. Wo ist Cook Snap? Warte kurz, ich hab hier ein Haar. Snap, wo ist...
Digga, wie hier auch in meinem Chat gerade in Befehlsform geredet wird, ist heftig. Mach das, ist das. Aber warte mal, ich wollte hier noch Ausrufezeichen Hype, hab ich geschrieben? Nee. Guck mal, ich hab so getan, als wenn ich geschrieben habe. Ist alles. Nein, so viel esse ich nicht. Safe nicht. Sofort. Entspannt euch doch mal bitte. Trinkt weniger Alkohol. Leute, entspannt euch mal. Erstmal Ausrufezeichen Hype. Hype im. Oder, Benedikt, du bist doch da als Mod. Mach mal, Dings. Command, Ausrufezeichen, Hype. Wenn du das machst, dann esse ich 2 Jellybeans. Aber nicht komplette Packung. Weil ich hab nicht mehr viele. Ich muss erstmal neue bestellen. Hab aufgehört zu trinken. Hype ist. Hype ist so ein Schnacker, Digga. Digga, ich hab lange nicht mal sowas Lustiges gehört. Heid sagt einfach, ich hab aufgehört zu trinken. Junge, Heid, du ohne Trinken, das ist wie Toilette ohne Klodeckel. Glas ohne Getränk. Vergleich zwischen Cola und Pepsi. Was gibt's noch? Was gibt's noch, was einfach gar nicht geht? Fußball, Dings. Ohne Fußballschuhe. Das ist wie Hype ohne Alkohol. Hype. 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 So, passt auf. Ich esse jetzt 2 Jellybeans, ja? Einfach nur, weil ihr nötigt mich gerade. Aber ich mach's einfach. Scheiß drauf. Ich esse eine orangene und eine, die nicht so schlimm ist. Also, das ist dann, wartet mal. Einmal, Tutti Frutti. Nicht Tutti Frutti. Was ist das? Lass ich mal gucken. Also, Birthday Cake. Also, Geburtstagskuchen. Oder Dirty Dishwater. Das ist der hier. 2 Orangen niemals, Bruder. Da kotze ich. Oder Strawberry Banana Smoothie oder Dead Fish. Oder Peach und Barf. Bei den Orangen kann man das schwer unterscheiden, weil das sind 2 in der Packung. Schau Snap. Mute. Digga, Leute. Ich schau jetzt auf Snap. Hört auf, mich zu nötigen hier. Ich mach Snapchat auf und dann kommt das. Oh mein Gott. Wo ist Schau Snap, du Buckethead? Warte mal, chill mal. Lunatic hat's geschafft. PS3 ist da. QB hat eine PS3. Ja, komm, Digga. Haha, krass. Okay, Leute, wartet. Digga, aber warte mal, bevor ich die jetzt esse. Ich will einmal wissen. Ah, scheiße, ich hab den Filter nicht mehr. Würde mir so eine Glatze stehen? Du willst warten auch wieder. Ja, Digga, chillt doch mal, Leute. Ich bin hier on stream, das kann alles warten. Erstmal die hier, habe ich schon gesagt, was ist, ne? Gleichzeitig? Ja, gleichzeitig, ne? Ich bin der Geilste, wisst ihr warum? Die sind einfach gut, Digga. Heute ist ein guter Tag. Einer von den wenigen. Trink mal einen kurzen. Nee, Lunatic, später. Machen wir später. Digga, es sind einfach gute. Digga, die Kombination aus, warte. Tutti Frutti und Erdbeer-Bananen-Smoothie ist Killer. Da könnte ich direkt noch 2 essen, aber müssen wir, das Glück lassen wir lieber beiseite gerade. So, weiter geht's. Bounce. Masters! Masters! Hype in den Chat! Ja, so cool, Vanity! Du bist der Coolste! Weil Vanity ein cooler Mod ist. Warte mal, ist so eine Kampfarena. Erstmal sagen wir dem hier Hallo. Und danach gehen wir in die Kampf. Ah ja, der Neuzugang des Forschungstrupps. Das bin ich. Ich bin das. Gib dir ja Mühe mit deinen Pokédex. Digga, schon wieder Befehlsform. Was sind das für Befehle, Kollege? Pass mal auf, dass dein Hut dir gleich nicht vom Kopf fällt, Junge. Ne? Dreh dich hier deinen Stralili weg. Vanity ist ein schlechter Mod. Bei Benito im Stream. Ja, Bruder, bei Benito im Stream bist du ein schlechter Mod. Bei mir natürlich bist du der Coolste. Ah. Ja, dieser Emote, ne? Heißen diese Dinger eigentlich Emote? Ja, ne? Einfach der verlorene Bruder, der ja mit dem Schnurris. Schnubbi. Schnubbi hört sich gut an. Das ist ein Schnorris. Schnorris. Schnorris.
So, Leute, ich esse jetzt noch eine. Orangene. Wenn die jetzt gut ist, dann esse ich heute keine mehr. Ist das ein Deal, Chat? Wenn die jetzt gut ist, dann esse ich keine mehr. Ist das ein Deal? Weil, guck mal, dann habe ich eh nur noch 6 Jellybeans. Und wenn die jetzt gut ist, bestelle ich neue und ich esse aber heute keine mehr. Guck, das ist eine Win-Win-Situation, Leute. Das ist eine Win-Win-Situation. Einfach keine Nachricht mehr, ich fühle mich gerade schlecht. Perfekt. Erstmal Koma saufen. Entzündet den Tornado. Ey, wegen euch, seit 23 Minuten habe ich es geschafft, das Dorf durchzulaufen. Und ich wollte daraus einen YouTube-Upload machen. Lumia. Guck mir tief in die Augen, Lumia. Sehr schöne Augen. Danke, dass du dir Zeit für mich nimmst. Ja, natürlich. Sie will denken, oh, guck mal, das ist das schwarze Loch hinten. Es ist so, ich habe eine Entscheidung getroffen. Den Zuhörer machen wir. Weißt du, auch ich habe einen Partner. Oha. Leider harmonieren wir zwei nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber um bei der Vervollständigung des Pokédex helfen zu können, müssen wir uns ab jetzt helfen. Ah, der ganze Junge, manchmal richtig in die Riemen legen. Meinst du ein Pokémon? Genau, das hier ist mein Partner Pikachu. Pikachu. Als ich von Shinux angegriffen wurde, konnte ich vor Angst einfach nicht mehr klar denken. Ich war nicht in der Lage, zusammen mit meinem Partner zu kämpfen. Seitdem will ich es nicht mehr richtig auf mich hören. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht mal sicher, wie ich bei ihm im Kampf Befehle geben soll. Schwierige Situation. Schwierige Situation. Hola, tschüss. Pika. Doch als ich dich und deinen Partner in Aktion gesehen habe, wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen kann. Deshalb würde ich gerne gegen dich kämpfen, um von dir zu lernen. Show me everything. Show me. Sie macht ernst. Sie macht ernst, ey. Los, bounce, bounce. Donnerwelle, Digga, Digga, chill mal. Mein Bounce paralysiert. Egal. Du kriegst direkt mein Pokémon auch paralysiert, kann angreifen. Hm? Verstehst du das? Donnerschock. Blattwerk direkt nochmal. So ein Ding ist das. Pikachu, ey. Guck mal, pass mal auf. Deine großen Grüppchen reißt hier gleich raus. Greif an! Du bist paralysiert! Paralysiert! Vorzugig. Nein, bitte nicht sterben! Ich küsse dein Herz, Bautz! Du bist ein. Sag mal, ich fick seine Mutter! Natürlich nicht! Ich grüße seine Mutter. Oha, er hat mich geballert, Digga! Okay, Starilili, wir haben hart gekämpft. Wir haben alles gegeben. Erstmal ein Windstoß. Windstoß. Schwierige Situation, schwierige Situation. Nein, nein, nein. Starilili, hör mal zu. Du bist paralysiert. Ich brauche jetzt deine Kraft, deine Willenstärke. Fick ihn, fick ihn. Ha! Weg bist du. Weg, weg. Kampfende. Wow, du bist mit deinem Pokémon wirklich auf einer Wellenlänge. Kuss. Bautz einfach gestorben. Attacke gemeistert. Neue Attacke. Entwicklung möglich. Habt ihr gesehen? Das ist meine erste Entwicklung. Das ist der Videotitel. Meine erste Entwicklung. Wir zwei kriegen das schon hin. Meinst du nicht auch, Pikachu? Pika! Wetten? Siehst du, deswegen bin ich ein Pokémon-Flüsterer. Dann war es wohl doch nur Einbildung. Aber ich werde versuchen, dir nachzueifern, um bei meinen Erkundungen mit meinem Partner zusammenzuarbeiten. Vorausgesetzt, wir verstehen uns irgendwann gut genug. Übrigens, der Professor hat mir davon erzählt, dass Pokémon verschiedenen Typen angehören. Ich küsse dein Herz, die man im Kampf zu seinem Vorteil nutzen kann. Mein Pikachu scheint zum Beispiel ein Pokémon von Typ Elektro zu sein.
Nach, keine Ahnung, 15 Generationen fällt dieser Person auch auf. Oh, Pikachu ist eventuell Elektro. Ja. Du hast recht. Sollte klappen. Pokémon-Attacken gehören bestimmten Typen an. Diese wirken sich darauf aus, wie viel Schaden ein Pokémon erleidet. So können manche Attacken gegen ein Pokémon sehr effektiv und andere wiederum nicht besonders effektiv sein. Hier sind einige Beispiele. Feuerattacken sind sehr effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Pflanzenattacken sind sehr effektiv gegen Wasser-Pokémon. Wasserattacken sind sehr effektiv gegen Feuer-Pokémon. Gut. Du bist also der Neuzugang, der gerade in aller Munde ist. Tschüss, Rotschopf Larry. Belila, sorry. Ich dachte Larry. Ich bin die Belila, Kommandantin des Sicherheitstrupps. Belila. Wie sehr hast du ein Händchen für Pokémon-Kämpfe? Vielleicht könnte ich dir aber noch den ein oder anderen Ratschlag geben. Kommandantin Belila ist eine Lehrmeisterin einer alten Pokémon-Kampfkunst. Das ist bestimmt irgendeine Arena-Leiterin 6 oder 5 oder so. Wenn Pokémon ihre Attacken meistern, können sich diese mit Hilfe bestimmter Techniken anpassen. Okay, laber mich nicht voll, Mann. Ich weiß, du bist eine große Frau. Große Frauen sind nicht so mein Typ, aber kannst mich gerne voll labern. Vor allem bei Kämpferfrauen, uff. Ja. Und noch eine Sache, wenn du deinem Pokémon ein paar mächtige Attacken beibringen möchtest, komm einfach zu mir. Belilas Tipps werden dir bestimmt bei Kämpfen gegen starke Pokémon helfen. Gut, langsam wird Zeit für das Treffen mit Yona. Wer ist auf einmal Yona? Belila kommt aus der Ecke, Yona kommt. Ich würde gerne erstmal meinen Starilili, weil ich ein super Trainer bin, diese neue Attacke beibringen und eventuell mein anderes Pokémon entwickeln, diese Raupe. Ne? So, jetzt entspannt euch erstmal. Erstmal gehen wir... Warte mal, wo mein Dings? Ich glaube so... Hier, Waupel. Kann man doch irgendwie entwickeln, das stand doch da irgendwo. Warte mal, stopp. Hier, Waupel, seht ihr? Entwickeln! Meine erste Entwicklung! Ihr seid live dabei. Jetzt Hype in den Chat, Leute. Wir entwickeln das erste Pokémon. Und nebenbei stacken wir diese eklige Jellybean hier. Einfach predicted, dass sie eklig ist. Ich schwör's euch, ich bin heute ein Gewinnertyp, Digga. Stopp. Bin der Geilste, Digga. Nanu, Wampel entwickelt sich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Tschüss. Glückwunsch, dein Wampel hat sich zu einem Panikon entwickelt. Panikon steht eine neue Attacke zur Verfügung. Panikon! First Entwicklung ist da. Attacken verwalten. So. Achso, die war da. Ja, ja. Möchtest du aufhören, Pokémon-Attacken zu verwalten? Ja. Ah, nee, stopp. Attacken verwalten. Giftstachel, alles da, okay. Okay, alles da. Gut. Starilili, auch neue Attacke bekommen. Attacken verwalten. Ah, Eroas. Starilili, gut. Du machst gute Fortschritte. So. So, wo müssen wir jetzt? Ist das, was Galaktik Hauptsitz? Ne? Digga, hier sind so Dings, so Fliegerdinger. So Fliegendinger. Komm, was? Hier sind so... Kann ich hier hinfliegen? Untersuchen? Übungsplatz. Kann ich hier einfach hinfliegen oder was? Aber wahrscheinlich irgendwann, ne? Ne, ja, ja. Ja, mein Bounce einfach Level 8 und Starilli Level 9. Das ist so belastend, dass Bounce vorhin gestorben ist. Eins für die Money, ja, ja, dicker Bounce. Panikon entwickelt, seht ihr? Ja, so ein fettes Ei. So.